Viele Buddhistinnen und Buddhisten feiern morgen das Mondfest. Sie kommen in den Familien zusammen, betrachten die Schönheit des Mondes und danken dem Himmel und der Erde für den Segen des vergangenen Jahres. Ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit buddhistischer Meditation, verdanke ihr sehr viel und bin der Meinung, dass sie auch vielen anderen Menschen helfen kann. Ich habe zu Beginn meiner zweiten Lebenshälfte begonnen zu meditieren. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich vor allem mit der Familie, den Kindern und meinem Beruf beschäftigt. Ich war viele Jahre im Gesundheitswesen tätig und habe das Diagnosezentrum Orania in Wien gegründet. Wir untersuchen dort jährlich über 75.000 Menschen und vieles in dem Zentrum, wie es heute funktioniert, ist auch Ausdruck meiner intensiven Auseinandersetzung mit Meditation und Buddhismus, bis hin zum Ambiente und den täglichen Untersuchungsabläufen. Das bedeutet nicht, dass dort alles fehlerfrei läuft und schon gar nicht, dass ich das alles allein bewirkt hätte. Ohne Mitmenschen, Mitarbeiter und Partner geht ohnehin gar nichts. Auch im Buddhismus und der Übermittlung seiner Methoden ist nicht alles Gold, was glänzt, so es auch nicht die Meditation und die Achtsamkeit alleine waren, an denen ich gereift bin. Verluste, die Auseinandersetzung mit den Kindern, Lebenspartnerinnen und nicht zuletzt einige ernsthafte Krankheiten und Unfälle waren es, die mich allmählich zur Ruhe kommen ließen. Doch das Zentrum meines Bemühens lag all die Jahre in der buddhistischen Ethik, Philosophie und der daraus folgenden Übung. Über diese schreiben wir daher seit 20 Jahren in der Zeitschrift Ursache und Wirkung. Diese beschäftigt sich mit einer spirituellen Übung im westlichen Lebensalltag. So kann ich nach fast 30-jähriger Übung mit großer persönlicher Überzeugung sagen, es hat Sinn, sich in buddhistischer Meditation zu üben. Es ist nicht immer ganz leicht, aber immer lohnenswert.